An der Technischen Universität München werden Innovation, unternehmerisches Denken und Kreativität großgeschrieben. Jedes Jahr entstehen rund 70 technologiebasierte Unternehmen an der TUM, die mit ihren visionären Ideen und Technologien neue Maßstäbe setzen und unsere Zukunft entscheidend gestalten werden. Willkommen zum TUM Presidential Entrepreneurship Award 2024. Wir haben uns zu einer der gründungsstärksten Universitäten Europas entwickelt. Und wir sind hungrig auf mehr. Mit großem Abstand stehen wir mit den Gründungen im B2B-Bereich vor allen anderen in Deutschland. Das ist kein Zufall, denn einerseits schaffen wir für Studierende das notwendige Umfeld für kreative Unruhe weit über die klassischen Lehrformate hinaus. Fördern wir heute interdisziplinäres Arbeiten in problemorientierten Projektwochen oder über die TUM Student Clubs. Unsere Studierenden haben sich unsere Can-Do-Kultur längst zu eigen gemacht und entwickeln eifrig Prototypen von avantgardistischen Technologien. Andererseits unterstützen wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ihre tollkühnen Ideen und weitreichenden Forschungsergebnisse in marktfähige Technologien, Produkte und Dienstleistungen zu überführen. Hier liegt unser Fokus auf Ausgründungen in Deep-Tech-Feldern. Dazu schaffen wir gemeinsam mit der Unternehmertum, den TUM Venture Labs und dem Entrepreneurship-Team von TUM Forte die notwendigen Umgebungsbedingungen. Wir unterstützen Gründungstalente mit unserem Netzwerk an Experten und Risikokapitalgebern sowie durch die Partnerschaft mit globalen Unternehmen. Dieser ganzheitliche Ansatz macht die TUM zu einem führenden Impulsgeber für potenzialreiche Startups und nachhaltigen wirtschaftlichen Fortschritt. Seit 2013 verleihen wir den TUM Presidential Entrepreneurship Award an herausragende Spin-offs der Universität, deren Geschäftsideen auf Forschungsergebnissen der TUM beruhen. Welche drei innovativen und erfolgreichen Unternehmen in diesem Jahr nominiert sind, das zeigen wir Ihnen jetzt. Nominiert für den TUM Presidential Entrepreneurship Award 2024 ist Reverion. Die Energiewende in Deutschland ist in vollem Gange. Innovative Technologien und nachhaltige Lösungen reduzieren die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und sichern eine grüne, umweltfreundliche Energieversorgung. Ein großes Problem bleibt aber weiterhin die Speicherung der Energie. Wir haben Batterien, die können kurzzeitig Strom speichern, zum Beispiel für 2 oder 3 Stunden oder im besten Fall vom Tag in die Nacht. Aber wir haben keine Technologie, die auf effiziente Art und Weise zum Beispiel eine Dunkelflaute im Rahmen von 2 Wochen ausgleichen kann oder auch Energie vom Sommer in den Winter bringen kann. Reverion hat ein völlig revolutionäres Kraftwerk für Biogas entwickelt. Ihre Technologie kann die Stromerzeugung aus Biogas durch höhere elektrische Wirkungsgrade verdoppeln. Statt 40% ungefähr Wirkungsgrad erreichen wir eben bis zu 80% und können aus derselben Menge Rohstoffe die doppelte Menge Strom erzeugen. Zusätzlich kann dieselbe Anlage grünen Wasserstoff oder Methan aus überschüssigem Strom gewinnen. Dabei sieht sich Reverion nicht als Konkurrenz zu Sonnen- und Windenergie, sondern als notwendige Ergänzung. Sonne und Wind sind tatsächlich spezifisch gesehen die günstigsten Erneuerbaren, auch in Deutschland. Wir müssen so schnell es geht in den Ausbau investieren. Wir brauchen aber eine ergänzende Technologie, um diese Fluktuationen, die automatisch entstehen, ausgleichen zu können. Und dort ist dann eben wieder der Effizienzhebel entscheidend und unsere Flexibilität, diesen Betriebsmodus zu wechseln. Das heißt, wir können ganz schnell Strom erzeugen. Wir können aber auch Strom aus dem Netz aufnehmen, wann immer zu viel erzeugt wird und diesen dann in Form von Gas speichern. Die zündende Idee zum Brennstoffzellenkraftwerk hatte Stefan Herrmann 2015 während seiner Promotion am Lehrstuhl für Energiesysteme. Nach dem ersten Prototyp im Feld 2021 folgte nur ein Jahr später die Gründung der Reverion GmbH zusammen mit 4 weiteren TUM-Alumni. Entscheidend für ihren Erfolg war das Umfeld der TU München und die Unterstützung der Unternehmertum. Ein Startup gründen ist grundsätzlich nie leicht. Es kommen unendlich viele Dinge, die man vorher noch nie gemacht hat. Wir sind zum Beispiel noch bevor wir offiziell gegründet haben, durch das Expreneurs-Inkubator-Programm gegangen. Man lernt all die Dinge, die man sonst noch nicht kann. Wie spreche ich mit Investoren? Wie spreche ich mit Kunden? Wofür brauche ich Anwälte? Das eben aus einem Wissenschaftler zumindest einen angehenden Entrepreneur machen kann.
ebenfalls nominiert ist? Planet A Foods. Fast über 8 Kilogramm Schokolade verzehren die Deutschen pro Kopf pro Jahr. Tendenz steigend. Die Produktion des wichtigsten Rohstoffs, die Kakaobohne, wirft jedoch einen großen Schatten auf die beliebte Süßigkeit. Wir lieben die Kakaobohne. Es ist ein tolles Produkt, es ist eine tolle Pflanze. Ein kleines Problem ist, dass das Kakao nicht immer nachhaltig angebaut wird. Um Kakao für den globalen für die globale Nachfrage zu produzieren, muss relativ viel Regenwald abgeholzt werden und das führt zu CO2-Emissionen. Gleichzeitig führt der Klimawandel dazu, dass Kakao immer rarer und rarer wird, das heißt die Preise steigen. Und für unsere Kunden in der Lebensmittelindustrie ist das ein tatsächliches Problemfeld. Steigende Preise, sinkendes Angebot und der ganze CO2-Fußabdruck, der damit zusammenhängt. Der Kakao-Problematik haben sich die Geschwister Sarah und Max Marquardt angenommen. 2021 gründen sie das Unternehmen Planet A Foods und entwickeln mit Choviva eine kakaofreie Alternative zur herkömmlichen Schokolade. Wir gehen in alle Produkte, wo Schokolade eine Rolle spielt, aber nicht die Hauptrolle. Zum Beispiel schokotraschierte Erdnüsse, so Peanut Chocks, das sind unsere Produkte. Die Produkte mit Choviva findet man bereits im Einzelhandel, zum Beispiel in Keksen oder auch in Müslis bekannter Marken. Durch die Verwendung regionaler Rohstoffe anstatt der Kakaobohne sind die Produktionskosten niedriger. Der Prozess zur Herstellung von Choviva ähnelt jedoch dem der herkömmlichen Schokolade. Wir haben für Choviva einen Prozess entwickelt, bei dem wir Hafer- und Sonnenblumenkerne verarbeiten wie Kakao. Das heißt, die Zutaten werden fermentiert, getrocknet und geröstet. Und dadurch entstehen diese wunderbar schönen kakaoigen Aromen und Geschmacksnoten. Und danach kann das mit Zucker, mit Milchpulver oder eben mit Hafermilchpulver zu Choviva, zu einer kakaofreien Schokoladenalternative, verarbeitet werden. Nach einer ersten Finanzierungsrunde im laufenden Kalenderjahr will Planet A Foods die internationale Expansion von Choviva vorantreiben, sowie weitere Produkte, wie zum Beispiel Kakaobutter oder Palmöl-Alternativen entwickeln. Das enorme Gespür für Geschmäcker und Aromen erhielt Sarah durch ihre Promotion im Bereich Lebensmittelchemie an der TUM. Deren unternehmerische Infrastruktur der Startschuss für das junge Startup war. Als wir angefangen haben, hatten wir keine Laborflächen. Und da gab es die TUM Venture Labs in Freising, damals ganz frisch gegründet. Und es war für uns richtig hilfreich, weil wir hatten natürlich keine Laborinfrastruktur und da gab es praktisch alles, was wir gebraucht haben. Weiterhin natürlich die ganzen Talente von der TU. Wir haben mehr als 12 Kolleginnen und Kollegen, die an der TU studiert haben. Und das Letzte ist natürlich das ganze Netzwerk hier in München, die ganzen anderen Startups und Alumni der TU München. Das hilft uns enorm. Und als drittes Startup nominiert ist Robco. Industrieroboter sind der Schlüssel zur effizienten und sicheren Produktionsautomatisierung. Diese technologischen Wunderwerke lösen Kapazitätsprobleme und optimieren Fertigungsprozesse auf eine zukunftsfähige Weise. Für den Mittelstand sind solche Roboter bisher unerschwinglich gewesen. Ich glaube, wir kennen alle unsere Hidden Champions und mittelständischen Betriebe in Deutschland. Und das ist eigentlich der Bereich, der mit am stärksten getroffen wird durch Fachkräftemangel und für den es bisher in der Regel noch keine passenden Lösungen gibt. Und das zeigen wir mit über 70% unserer Kunden, die zum allerersten Mal mit Robco in eine Automatisierungslösung, eine Robotiklösung investieren. Roman Hölzel und Paul Marold, die Gründer von Robco, wollen mit ihren Robotern den Kunden Lösungen für einfache, aber vor allem repetitive Arbeitsschritte bieten. Einer der Hauptbereiche ist das Be- und Entladen von Fräs- und Drehmaschinen. Der Roboter selbst nimmt Rohteile, legt sie in die Fräsmaschine ein, drückt auf den Startknopf, die Fräsmaschine macht ihre Arbeit und danach wird das Teil wieder rausgenommen. Vielleicht noch abgesprüht oder abgepustet, sauber gemacht, vermessen. Das ist ein Beispiel. Anderes Beispiel ist Palettieren. Boxen kommen vom Förderband und müssen auf eine Palette transferiert werden. Der Roboterarm nimmt die Boxen und legt sie auf die Palette. Entscheidend für den Erfolg ist die intuitive Bedienung der Robco-Roboter. Wir scherzen immer, dass jeder, der ein iPad bedienen kann, auch unseren Roboter bedienen kann. Und ich glaube, da ist auch viel Wahres dran. Ist doch ein deutlicher Paradigmenwechsel weg von einem 100 Kilo schweren System, für das ich eine Expertin, einen Experten benötige, hin zu einem sehr einfachen, wie gesagt, iPad-ähnlichen System, bei dem wir alles dafür tun, dass es auch so bleibt über komplexere Anwendungsfälle hinweg.
Aktuell umfasst die Produktpalette 4 unterschiedliche Modulgrößen, die je nach Kundenauftrag passend zusammengestellt und in München gefertigt werden. Dabei haben sie klare Vorteile gegenüber den Mitbewerbern. Flexibilität, Anpassungsfähigkeit, Konnektivität in der Systemlandschaft und das Thema Erschwinglichkeit, Preispunkt, trotz Made in Germany. Die Gründer von Robco haben an der TU München studiert und setzen auf die Ergebnisse jahrelanger Forschung des Lehrstuhls Robotik und KI. Die Promotions- bzw. Masterarbeiten, gefördert durch das zentrale Innovationsprogramm Mittelstand, ebneten den Weg zur Gründung 2020 von Robco. Insofern hat man Technologie, einen technologischen Durchbruch am Lehrstuhl für Robotik und KI an der TUM und eben das mittelständische Feedback. Und das haben wir übereinander gelegt. Dann anfangs mit Programmen von der Unternehmertum, mit Xpreneurs, mit unserem Hintergrund am CDTM und dann eben dem Exist-Forschungstransfer, um das Ganze loszutreten. Und im Endeffekt von 3 Jungs in einem Labor zu über 70 Mitarbeitenden in München, unserem Hauptstandort, als Firma zu entwickeln. Mit jetzt mittlerweile über 60 Millionen Euro Funding und hunderten Kunden in über 10 Ländern. Mit dem TUM Presidential Entrepreneurship Award zeichnen wir innovative und erfolgreiche Unternehmen aus, die eine weit sichtbare Vorbildrolle für Gründerinnen und Gründer einnehmen. Heute freue ich mich, eines dieser herausragenden Unternehmen mit dem TUM Presidential Entrepreneurship Award auszeichnen zu dürfen. Mein herzlicher Dank gilt auch den Freunden der TUM, die den Preis seit Anbeginn finanziell ermöglichen und damit auch Anteil am Erfolg unseres unternehmerischen Ökosystems tragen. Der Gewinner des TUM Presidential Entrepreneurship Award 2024 ist Reverion. Reverion steht für eine bahnbrechende Technologieinnovation im Bereich erneuerbarer Energien. Ihr innovativer Ansatz zur effizienten Nutzung von Biogas setzt neue Maßstäbe und macht Reverion zu einem verdienten Gewinner. Im Namen der TUM gratuliere ich Reverion zum TUM Presidential Entrepreneurship Award 2024. Herzlichen Glückwunsch!